Hey meine Lieben, ich freue mich sehr, dass du dabei bist zur neuen Episode des Brautpodcast, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Vielleicht kennst du genau das. Große Herausforderungen, aktuelle Herausforderungen und am Abend, vielleicht wenn du im Bett liegst oder auch davor, kreisen die Gedanken genau darum. Um diese besonderen Herausforderungen. Und sie kreisen und kreisen und kreisen. Also zum Beispiel liegen wir im Bett und grübeln, fühlen Ängste, fühlen die Sorgen irgendwie ganz besonders krass, ganz besonders intensiv. Und was mir in diesen Momenten hilft und warum das so ist, das erzähle ich dir heute in der neuen Folge des Brautpodcasts. Also viel Spaß dabei! Erstmal ganz zu Beginn vorab. Ich wünsche dir von Herzen frohe Ostern und auch wenn die aktuelle Situation nicht das Osterfest so ermöglicht, wie du es sonst vielleicht kennst, nimm es so, wie es ist und mach einfach genau das daraus, was du daraus machen kannst und freu dich in den kleinen Dingen. Also frohe Ostern von mir an dich und an deine Familie natürlich und an deinen Liebsten und an alle, denen du das mitgeben magst. Selbst war ich gestern Abend in meinen Gedanken gefangen. Vor dem Einschlafen kreisten meine Gedanken völlig unaufhörlich um ein Thema und immer drehte sich das alles im Kreis. Du kennst genau das sicher. Aus einem kleinen Problem wird das nächste, dann taucht wieder eins auf und du bist gefangen in so einem Kreislauf. All diese Probleme, die dann plötzlich da auftauchen, sind größer als die größten Wellen einer Sturmflut. Und dann, am Morgen nach dem Aufwachen, wenn du denn dann doch eingeschlafen bist, wenn du doch in den Schlaf gefunden hast, sind die gleichen Sorgen irgendwie nur noch halb so schlimm. Dann fragst du dich, wie könnte das sein, dass du gestern Abend nicht schlafen konntest wegen diesem kleinen Ding, wegen dieser kleinen Sache. Lösungen sind am Morgen dann meist direkt in deinem Kopf und sind ersichtlich, am Abend aber irgendwie nicht. Das ist total verrückt und das Gleiche hatte ich jetzt eben auch. Vielleicht plagt dich gerade ein emotionaler Ausnahmezustand. Vielleicht der Stress und Dinge wie, dass zum Beispiel die Julia, deine Freundin aus der Grundschule, dass du dir nicht sicher bist, ob du sie einladen sollst oder eben nicht. Oder du machst dir Gedanken darum, was ist, wenn deine Hochzeit verschoben werden muss, wenn die abgesagt werden muss, im schlimmsten Fall sogar. Oder die Location wurde wegen fehlendem Brandschutz irgendwie kurzfristig geschlossen und dicht gemacht und du weißt jetzt gar nicht, wie es weitergehen soll. Diese drei Beispielprobleme sind am Abend einfach extrem schlimm für uns. Wir fangen uns quasi dann in diesem Gedanken und wie gesagt, es kommt dann ein nächstes Problem dazu und ein nächstes und es dreht sich alles und die Probleme, die Herausforderungen, die Dinge pusten sich so groß auf. Warum ist das aber nun so, dass wir besonders am Abend oder auch in der Nacht, wir wachen ja auch manchmal nachts auf und dann passiert das Ähnliche oder passiert das Gleiche, dass wir dann so extrem grübeln. Also warum passiert das, dass wir besonders abends oder nachts grübeln und nicht schlafen können? Und dann die Probleme besonders groß erscheinen. Grundsätzlich kann man irgendwie sagen, dass das so ist wie so eine kleine Depression. Und erstmal, um dir die Sorge zu nehmen, das ist nicht schlimm. Das haben fast alle Menschen so. Und von daher sei damit ganz entspannt. Das liegt unter anderem an dem Melatonin. Der Melatoninwert steigt über Nacht an. Also damit du schlafen kannst, damit du zur Ruhe kommst. Also das Schlafhormon quasi steigt auf und erhöht sich quasi in deinem Körper und macht es quasi so, dass du dich ausruhen kannst, dass du schlafen kannst, dass du dich entspannen kannst. Bist du aber dann in dieser Zeit wach, am Abend vorm Schlafengehen oder dann wirst du durch irgendeine Sache nachts wach, dann ist der Melatoninwert
eben extrem hoch und ist dann dafür verantwortlich, dass deine Laune sinkt. Denn eigentlich solltest du ja schlafen, solltest du dich entspannen und das hadert dann mit dem quasi, dass dein Körper jetzt auf einmal wach ist. Es ist so irgendwie so ein bisschen wie im Winter. Du kennst das im Winter, wenn es ja dunkel ist und schlechtes Wetter und wie auch immer, dann ist dein Melatoninwert auch höher als im Sommer und deine Laune ist auch eher im Keller und nicht so fröhlich wie im Sommer. Was dir genau dann hilft und mir gestern Abend auch half, das habe ich jetzt mal für dich zusammengefasst. 3 Tipps, wie ich es meist wieder schaffe, dann von dem Grübeln loszukommen und dann ganz schnell einzuschlafen. Mein erster Tipp an der Stelle für dich, mach dir klar. Es ist tatsächlich, wie ich gerade erklärt habe, dein Hormonhaushalt. Der ist daran schuld, dass du jetzt gerade so krass grübelst. Sage dir einfach innerlich, dass es morgen früh wieder anders aussieht. Dass du weißt, dass du ganz klar weißt, dass der Hormonhaushalt schuld ist und dass du eigentlich Problemlösungsmensch Nummer 1 bist und am nächsten Tag das alles viel anders, ganz anders aussieht. Die Probleme sind dann nämlich keine Probleme mehr und wenn du dir das klar machst, du bist nicht schuld, der Hormonhaushalt ist schuld, dann ja, ist es viel einfacher, deine aktuelle Situation wahrzunehmen und zu merken, okay, die Probleme sind eigentlich gar nicht so, wie ich sie jetzt sehe. Und so ein bisschen wie in so einem Theaterstück, wo dir irgendwas vorgespielt wird und in der realen Welt sind die Menschen dann einfach ganz andere Personen. Also es ist ein bisschen ein Vorhang, der da aufgezogen wird und da spielt dir dein Körper so ein bisschen so Theater vor. Und am nächsten Tag kommt der Geist eh wieder zur Ruhe. Also sagt er das. Der Hormonhaushalt ist schuld. Mein zweiter Tipp für dich, stell dich den Gedanken und den Sorgen. Sorgen einfach wegzuschieben, hilft ja nichts. Also wenn du da in dieser Situation bist und jetzt sagst du, ne, kümmere ich mich nicht drum und schiebst die einfach oder versuchst sie einfach wegzuschieben, dann stapelst du sie einfach. Es geht eher darum, sie anzusehen, deine Sorgen oder deine Grübeleien und sich dann zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte? Und damit beschäftigst du dich dann schon mit dem Schlimmsten, Und das kann dich dann nicht mehr überrollen. Also beispielsweise deine Sorgen kreisen um deine Hochzeitslocation. Die Hochzeit kann wahrscheinlich nicht dort stattfinden. Wenn du dich da jetzt fragst, was ist das Allerschlimmste, was jetzt passieren könnte? Du findest keine freie Location mehr für den geplanten Hochzeitstag. Wäre das das Schlimmste? Wäre das wirklich schlimm? Wäre es sich nicht sogar vielleicht möglich, die Hochzeit bei euch im Garten zu feiern, in einem schönen Zelt? Wäre es nicht genau dann eine ganz besondere Hochzeit, eine spezielle Hochzeit? Und wärst du nicht auch stolz auf dich, dass du dann eine neue Lösung gefunden hast? Also stell dir die Frage, wenn es zu Grübeleien kommt, wenn es zu Gedanken kommt, wenn es zu Sorgen kommt, kurz vor dem Schlafengehen oder während du aufwachst, in der Nacht, dann stellst du dir die Frage, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und du wirst plötzlich merken, dass es für alles Lösungen gibt und dass, wenn du dich ja dem Schlimmsten schon gestellt hast oder das Schlimmste schon mal bedacht hast, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Oder du hast direkt eine Lösung im Kopf. Die Sorge ist dann nicht mehr so grau und düster, sondern wird viel, viel heller sein. Mein dritter Tipp für dich. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Bachblüten-Rescue-Tropfen. Sind Blütenessenzen, also ein pflanzliches Mittel, die da im kleinen Fläschchen zusammenkommen. Und du kannst sie besonders in emotionalen Ausnahmezuständen nutzen. Ich habe das selbst schon häufiger gemacht, so in besonderen Situationen, wo ich tatsächlich in einem ganz besonderen Ausnahmezustand war, wo das einfach mir gerade dann half. Aber es soll natürlich keine Dauerlösung sein. Es ist eben die gute Hilfe für den Notfall. Und ich sage dir auch hier, das ist keine bezahlte Werbung, die ich dir gerade hier mit auf den Weg gebe. Und ich berichte da nur aus eigener Erfahrung. Und es ist einfach so, dass mir das wichtig ist, dass ich dir die Tipps mitgebe und das, was mir geholfen hat, was mir hilft. Und damit du einfach auch wieder in den Schlaf kommen kannst. Wie gesagt, also keine Werbung an dieser Stelle, keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur eine Empfehlung aus tiefstem Herzen. Diese Tropfen ersetzen natürlich absolut keinen Arztbesuch oder so. Es ist einfach so, dass Schlaf so unglaublich wichtig ist für unseren Körper. Dein Körper braucht ihn, besonders in herausfordernden Zeiten wie der Hochzeitsplanung. Und darum solltest du in den Schlaf kommen und solltest Schlaf auch entspannt schlafen.
Und wenn du vor Grübeln nicht zum Schlafen kommst, dann ist das ja irgendwie ein Teufelskreis. Darum sind eben mal diese kleinen Hilfsmittel erlaubt. Aber es sollte eben keine Dauerlösung sein. Es gibt diese Rescue, diese Bachblütentropfen eben auch für die Nacht speziell. Schau da einfach mal. Aber ja, in Ausnahmefällen finde ich, ist das eine super, super Lösung. Und ja, dieses kleine Hilfsmittel hat mir in besonderen Situationen ja, bisher immer gut geholfen. Lass uns das alles nochmal zusammenfassen. Also Tipp Nummer 1, mach dir klar, deine Hormone spielen dir einen Streich. Du kannst nämlich, ja quasi gerade am Abend, guckst du durch die besondere Brille auf dein Leben. Durch nicht die rosarote Brille, sondern irgendwie die graue Brille, und das passiert durch das Melatonin. Und wenn du dir das klar machst, dann merkst du plötzlich, ja, dass deine Sorgen am nächsten Tag gar nicht mehr so groß werden, und dann realisierst du das und dann geht es dir viel, viel besser. Tipp Nummer 2 nochmal in Kurzfassung. Stell dich deinen Gedanken und Sorgen. Frage dich also, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und wenn du dich mit dem Schlimmsten schon befasst hast, dann ist das Schlimmste gar nicht mehr so schlimm. Und manchmal findet sich dann auch ja völlig automatisch, manchmal auch im Schlaf, und am nächsten Tag hast du die großartige Lösung. Genau, deine Lösung für dein Grübeln. Tipp Nummer 3. Die Bachblüten-Notfalltropfen, aber eben nur in ganz besonderen Situationen und absolut nicht als Dauerlösung. Ich empfehle dir das aus vollstem Herzen, weil es mir hilft, und deswegen genau diesen Tipp für dich an dieser Stelle. Ja, sicher konnte ich mir mit den 3 Punkten, die mir geholfen haben, auch ein bisschen Unterstützung geben in diesen Situationen, wenn du das Grübeln beginnst. Vielleicht ist es auch gerade jetzt in der aktuellen Situation zum Virus, zu Corona einfach ja so etwas, was dir schlaflose Nächte bereitet. Und wenn du dich schon mit diesen 3 Tipps beschäftigst, dann hilft dir das ganz, ganz bestimmt, entspannter in den Schlaf zu kommen. Es war mir zumindest eine riesige Freude, dass du dabei warst, und ich hoffe, dir war es auch die gleiche Freude. Und ja, wenn ich dir ein paar Stunden Schlaf schenken konnte, dann macht mich das auf jeden Fall richtig, richtig happy. So schön, dass du Folge 68 warst, angehört hast, und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz wunderbare Ostertage. Verteil ganz viel Liebe per Nachrichten, per Anrufen, per Lächeln, wie auch immer, ein bisschen aus der Entfernung, aber verteil Liebe auf jeden Fall, und hab einen schönen Sonntag und eine ganz tolle Woche. Vertrau dir, deine Stefanie.